Dieses Mal war es auch ein sehr, sehr langer, harter Qualifikationsmodus. Ja, und wir sind eigentlich froh, dass wir das hinter uns gebracht haben und es langsam auf die Spiele zugeht. Und beim letzten Mal haben wir ja 6 dabei gehabt, dieses Mal 7. Es ist uns gelungen, das deutsche Nationalteam auf einen wesentlich breiteren Fuß zu stellen. Und inzwischen ist ja auch so, dass viele junge Leute dazugekommen sind, die jetzt zwar noch nicht die aktuellen Besten sind, aber die schon mit anklopfen. Ja, wie soll ich mein Team beschreiben? Das sind 7 Individualisten, jeder ist völlig anders. Das ist aber auch das Interessante an dem Team. Das sind alles super Athleten, zum Ersten. Zweitens aus meiner Sicht auch super Menschen. Ja. Also vor allen Dingen keine Dummen. Ja. Die unterhalten sich viel miteinander, sie feiern auch mal miteinander, sie unternehmen gemeinsam viel. Ja. Und ja, das Teamklima ist wirklich sehr, sehr gut. Der Bundestrainer hat natürlich auch immer eine Philosophie. Ja, ich habe immer früher gesagt, naja, unser Judo wird uniformiert. Die Namen Möller, Matusche, Loll oder auch Görschner stehen natürlich für das Judo. Jeder ist von seiner Art, hat eine andere Art, Judo zu machen. Und dort sieht man schon die Vielfalt, die in die Nationalmannschaft einfließt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Das haben schon viele vorher gesagt zu mir. In deiner Haut möchte ich nicht stecken, aber bitteschön, das ist mein Job. Das ist mein Job. Und lieber in der Situation sein, so eine Entscheidung treffen zu müssen, als andersrum. Und hier ging es aus meiner Sicht darum, denjenigen zu den Olympischen Spielen letztendlich zu schicken, der mit großer Wahrscheinlichkeit kann man auch nicht sagen, aber aus unserer Sicht derjenige ist, der dort die besseren Chancen hat. Und das habe ich mir sicherlich nicht einfach gemacht. Das haben wir lange geprüft und lange hin und her überlegt. Und letztendlich musste ich dann halt bei einem Athleten anrufen und sagen, du bist nicht. Und beim anderen, du bist. Das war sicherlich leichter als bei demjenigen, der beim Dima, wo ich dann sagen musste, du Dima, die Entscheidung ist gefallen. Ich musste leider mitteilen, aus den und den Gründen habe ich mich für ein Frei entschieden. Ich kann das gar nicht hoch genug, vor allen Dingen den Dima anrechnen, ja, mit was für einer sportlichen Fairness er diese Entscheidung getragen hat, mitgetragen hat. Und er letztendlich zu mir gesagt hat, Trainer, ich habe es eigentlich schon auch so gedacht und ich glaube, die Entscheidung ist richtig. Gut, dass wir mit so einem starken Team dort vor Ort sind und hoffentlich haben wir auch ein bisschen Glück, was auch dazugehört und dass wir dann den Erfolg nach Hause bringen, den wir uns alle wünschen.